Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Dauntless. Ja, zuallererst, bevor wir wieder loslegen, herzlichen Dank an alle Leute, die hier meinen Kanal abonnieren, kommentieren, liken, Videos gucken, Creator-Code nutzen, den Amazon-Link nutzen, im Supporters-Club drin sind oder was auch immer machen, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und ich möchte mich natürlich auch immer mal wieder erkenntlich zeigen hier in der Community und deswegen auch immer mal wieder Fragen beantworten oder halt Fragestellungen, die an mich herangetreten werden. Und das heutige Video soll sich darum drehen, wie schaffe ich es, sag ich mal, 3, 5, 10.000 Damage zu machen mit einer speziellen Waffe, sei es Schwert, Hammer, was weiß ich, Pistolen, Axt oder sonst was. Und da gibt es halt, sag ich mal, so universelle Tricks, so will ich es jetzt mal nennen. Klar, mit manchen Waffen geht es halt wirklich sehr, sehr einfach, wie jetzt zum Beispiel mit den Kettenklingen oder mit der Axt geht es sehr, sehr einfach und so weiter. Auch mit den Strikern geht es eigentlich relativ einfach. Jetzt nur mal, um so Beispiele zu nennen. Aber ihr könnt zum Beispiel, und das sind jetzt so ein bisschen die Tricks oder Hilfestellungen, wie schaffe ich es mit egal welcher Waffe einen großen Schaden zu machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Schwert drin, habe mir hier jetzt mal so einen Angriffstrank genutzt. Ich könnte jetzt noch einen Mast aufstellen und ich bin auf die erste Insel gereist. Und da könnt ihr zum Beispiel einfach hier diesen Eisbohrenspeer rausdonnern mit der maximalen Waffe. Waffenstärke 20. Ich habe mir natürlich ein super schwaches Behemoth ausgesucht, logischerweise, da dann die Widerstände sehr gering sind und dann kann ich mit so einem ganz einfachen Eisspeer dann schon diesen Damage machen. Ansonsten ist es, sage ich mal, auch relativ einfach in den Eskalationen. Dort habt ihr nämlich die Möglichkeiten, halt gewisse Perks halt zu leveln, ob eure Crit-Chance höher ist, also des Öfteren doch mal ein Crit dabei ist, oder wie hier jetzt Jagdfieber oder transzendenter Hass in der Schockeskalation, was euren Schaden, euren Crit-Schaden, glaube ich, um 125% oder sowas erhöht. Ja, was gibt's noch alles? Also alles mögliche Henker und was es da nicht alles so gibt. Die Frosteskalation mit ihren Crit-Buffs und die Lichteskalation. Da habt ihr direkt Jagdfieber und gewisse Schadenserhöhungen pro Runde sogar drin und so weiter. Und auch dort könnt ihr ja zum Beispiel auch die legendären Laternenfertigkeiten dann halt nutzen. Ein Video kann ich euch verlinken, um, sage ich mal, mit Bastion 300.000 Schaden oder sowas machen, also mit der Omnizelle Bastion. Ja, ihr könnt natürlich in der Frost-Eska zum Beispiel hier den Crit-Perk nehmen und dann habt ihr eine Chance, dass in der Eskalation dann auch dieser Perk erscheint, wo ihr dann einfach mal nochmal 50% mehr Crit-Damage macht und so weiter und so fort. Also es gibt da etliche Möglichkeiten. Genauso in der Eskalation gibt es den Perk, also dass die Bosse Schwachpunkt haben und wenn ihr dann das entsprechende Teil anvisiert, dann könnt ihr auch locker weit über 5000 Schaden oder viel, viel mehr machen, 30.000 Damage und so weiter. Ich habe jetzt hier mal kein Bild, sondern mehr so Ideen, mit welchen Perks oder mit welchen Fähigkeiten kann ich halt viel Schaden anrichten. Ich bin halt krasser Freund hier von Eisgeboren. Da geht es eigentlich immer ganz einfach, sage ich mal. Ja, natürlich irgendwie Wutjäger mit drin haben. Überwältigung, Raubtier, Gerissenheit ist nicht schlecht. Geschärft ist schlecht, das erhöht nur euren Teilschaden. Gut, dass ich es hier mal drin habe. Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Also geschärft würde ich eher rausnehmen. Ja, zäh ist nicht schlecht. Katalysator ist nicht schlecht. Dann halt den Trank nutzen, den Mast nutzen, wie jetzt hier in dem Fall den Angriffsmast. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier mit der Axt auch super einfach da relativ große Schadenszahlen erreichen und so weiter und so fort. Also ich denke mal, damit habe ich ja vieles genannt, nicht alles logischerweise. Es gibt da viele, viele Möglichkeiten, um auf die Schadenszahlen zu kommen. Aber das sind so mit die einfachsten, würde ich sagen. Also der Eisgeboren Speer nutzen. Die Specials der Waffe nutzen, die halt super stark sind, wie Kettenklinge, Axt und so weiter. Hier seht ihr das jetzt mit den Kettenklingen. Ja, halt wie gesagt auf die erste Insel reisen, einfach den Eisgeburtsspeer reindonnern, die Eskas nutzen, dort die Superfähigkeiten nutzen und dann halt auf Schwachpunkte gehen und so weiter. Das sollte eigentlich reichen. Tränke nutzen, Mast nutzen und dann habt ihr einfach mit Glück auch mal so ein bisschen, spätestens mit Glück halt mal einen krassen Damage dazwischen. Und wie gesagt, die Levelunterschiede beachten. Wenn ihr natürlich immer mit Level, ich übertreibe jetzt, mit Level 10 auf die Brandwerke geht, dann könnt ihr euch natürlich auch nicht beschweren, dass ihr keinen Damage macht. Ihr müsst es umgekehrt angehen. Ihr müsst zum Beispiel mit einem Level 20 Charakter in die kleine SK, auf die Emberman Bucht oder sonst wohin und dann schafft ihr das eigentlich mit jeder Waffe. Jo, das war's soweit. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.